Morgen, meine Lieben, an einem Freitagvormittag. Das ist jetzt der fünfte Versuch. Ununterbrochen kommen irgendwelche Menschen hier reinspaziert. Also, hallo, heute wollen wir mal über Spitznamen reden. Ja, ich finde Spitznamen ein sehr interessantes Thema, weil es auch so viel Schaden anrichten kann, muss ich auch mal sagen. Also, meine Mutter zum Beispiel nennt mich in der Öffentlichkeit, ich kriege dann jedes Mal einen Föhn. Hallo, ich bin zweifache Großmutter, ich bin fast 60. Engelchen, ach Englein. Ich habe schon tausendmal gesagt, bitte Mom, tu es nicht. Bitte, bitte, bitte nein. Oder ich gehe in den Metzger rein und das durchfährt mich jedes Mal wie ein Stich. Och, ich habe ja dreimal die Schule gewechselt, wegen besonders guter Noten. Und ja, dann sagt der Metzger zu mir, der mich seit meiner Kindheit kennt, ah, Katrinchen, wie geht's dir denn? Ich immer, oh, und alle Leute schauen mich dann immer so an, so leicht amüsiert, Katrinchen, ja. Also ich hieß in der ersten Schule Katrinchen, dann wurde ich zu einer Kachel, keine Ahnung, woher das kam. Und in der dritten Schule hatte ich dann meinen Vornamen wiedererobert. Das ist ganz wichtig. Zum Beispiel sehr beliebt unter Ehepartnern ist natürlich das Wort Schatzi. Vor allem Männer benutzen das immer, Schatzi. Hat mir mal ein Freund erklärt und der sagte, du, ist ganz einfach, dann verhedder ich mich nicht. Ich nenne einfach jede Schatzi. Wunderbar. Man sollte aber auch daran denken, dass Spitznamen mitwachsen sollten. Ja, das ist ganz wichtig. Zum Beispiel, sie sitzen so am Tisch und dann sagt plötzlich der Ehemann zu seiner Frau, allerdings zärtlich gemeint, na, Rehlein. Und man guckt Rehlein an und sagt, das war wohl mal was. Weil inzwischen ist das auch kein Reh mehr, das ist inzwischen eine ausgewachsene Elchkuh-Bison. Also irgendwas anderes. Auf jeden Fall mit Rehlein hat das Ganze nichts mehr zu tun. Oder auch wunderbar, wir waren mal auf Tournee und ein Mann stand, also uralt, stand am Buffet und schrie plötzlich durch den voll besetzten Saal, Schneewittchen, möchtest du noch einen Krabbensalat? Und jeder drehte sich natürlich um Schneewittchen zu sehen. Also zu der Dame wären mir viele Namen aus der Märchenliteratur eingefallen, aber Schneewittchen wirklich nicht mehr. Oder auch sehr schön, die Mutter einer Schulfreundin meiner Tochter wurde von ihrem Mann, und jetzt kommt es wieder, jawohl, Tussi genannt. Tussi, allen Ernstes, Tussi. Das ist dann besonders schön, wir waren mit der Schule so auf dem Skiausflug und in dieser Hütte oben, voll besetzt, rief er dann auch durch die ganze Hütte, Tussi, möchtest du noch einen Kaffee? Und jeder guckt nach Tussi, ist doch logisch. Jeder möchte wissen, wie Tussi ausschaut. Oder auch so Verniedlichungen von Namen. Ja, meine Tante nannte ihren Sohn Gideon, um das zu vermeiden, weit gefehlt. Jetzt heißt er Gidi. Also wirklich, Eltern haben überlegt, wie kann ich mein Kind nennen, ohne dass dieser Name verhunzt wird. Da kommen sie dann auf Pan oder Kim oder irgend sowas. Da geht dann nichts mehr. Aber so Spitznamen, nochmal darauf zurückzukommen, Herr Stoiber wird von seiner Frau Edelmann genannt. Und er nennt sie, ich muss dazu sagen, das ist in Bayern sehr verbreitet, Muschi. Auch eine Freundin von mir heißt Muschi. Ich mache mir immer drei Knoten in die Zunge, weil sie heißt eigentlich Ruth. Also ich kann sie unmöglich Muschi nennen. Meine Großmutter wurde auch Muschi genannt. Da fragt man sich natürlich, wo es herkommt und wann geht's los? Wann passiert das? Aber auch bei der Namensgebung, Vorsicht, Vorsicht. Wir waren mal zu einem Essen eingeladen, bei derer von und zu und oben rauf und runter. Und die Dame des Hauses, ein riesiges Buffet, also ein gesetztes Abendessen, ganz edel. Und der Herr des Hauses, ein ganz, ganz kleines Männchen, ganz schmächtig, mit so einer Nickelbrille und einer Glatze. Wir saßen also da an dem Tisch, mein Vater saß mir gegenüber, damals lebte er noch. Und plötzlich sagt die Dame des Hauses, weil sie waren uns ja nur als Herr von und zu vorgestellt worden, sagte plötzlich zu ihrem Mann, ach Wüterich, gib mir doch mal die Soße. Mein Vater musste so lachen, dass ihm eine Erbse aus der Nase schoss. Gott sei Dank wurde das nicht bemerkt. Und dann waren wir den ganzen Abend damit beschäftigt, über diese Erbse so über den Tisch zu schnippen. War ein sehr lustiges Abendessen. Also bitte, wenn ihr euren Kindern Namen gebt, dann sollten die wirklich auch was eine Bedeutung haben und nicht nur modisch sein oder völlig bekloppt. Apple, will ich Apfel heißen? Hallo, nein, will ich nicht. Will ich Rumor heißen, wie Gerücht? Nein, will ich auch nicht heißen. Ja, ich habe meine Tochter Josephine genannt. Das bedeutet allerdings die Gebärfreudige. Katharina heißt die Reine. Da ist doch mal was.
Also, in diesem Sinn, denkt daran, was ihr euren Kindern für Namen gebt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und lasst nicht eure Namen verhunzen. Oder wenn ihr im Liebeswahn, im ersten Liebeswahn, euch gegenseitig Spitznamen gibt, denkt daran, man verändert sich wirklich. Und noch was in eigener Sache, es geht ins Wochenende, da werde ich eine Pause machen. Wir sehen uns wieder am Montag in alter Frische mit neuen Themen. Bis dahin, ciao, ciao.